Der hat Schiss vor dir. Der hat gesehen, dass du eine große Wumme in der Hand hast. Das hat mich doof. Roboter Feigling, Roboter Feigling. What? Ich habe nur plus 3 bekommen, obwohl wir den Kampf gewonnen haben. Ja, mal gar nicht. Okay. Ich hab sie so mit Fahrrad geschafft. Hört, hört. Aber wofür das Ding hier gut sein soll, ne? Ja. Wie? Ich hab keine Muni mehr. Kann doch nicht sein. Gar keine Muni. Ja, anscheinend. Nee, gar keine in der Tasche. Doch, natürlich. Ich wollte gerade sagen. Ich muss nur mal die Waffe wechseln. Nimm mir die Knirpst. Was ist das? Wo ist der Gegner? Keine Ahnung. Nee, wir stehen nicht im Generator drin. Ich denke, dass das der Generator ist, der hier steht. Also der, auf der Karte das hier. Nicht. Sollen wir zum Käseberg als nächstes? Dann haben wir das auch schon erledigt. Ich, ja, doch, das ist der. Ja. Ich bin sogar zu Fuß dir zu gefallen. Oh, ist das dann da unten? Ach, das ist ein Landungssteg oder sowas. Dann gehen wir erstmal zum Käseberg hoch. Zum was? Käseberg. Käseberg. Kommandobunken Minken haben wir hier gefunden. Irgendwo ist also hier ein Bunker. Wo bleibst du? Ich habe anscheinend einen schlechten Weg genommen. Der war zu steil. Ja, das ist kein Gegner. Ich dachte zuerst, es wäre ein Gegner. Das ist auf jeden Fall der Käseberg. Der Wett. Der Käseberg. So Käseberg. Der Kurve auf der Karte. Käseberg. Ja, Käseberg, sag ich doch. Und so heißt der Kartenabschnitt. Ist doch egal. Käseberg. Das sagst. Wir sind in der Villa, wir sind in der Villa. Wow, der ist direkt vor dir. Der Käseberg.
Villa. Das sind doch Gegner. Oh, scheiße. Mittlerer. Ich mach kaputt. Und was schießt da immer noch? Siehst du den? Nö. Er war direkt hinter dir, du Witzbold. Was sind das für Dinger? Ja, die üblichen mittleren, die haben wir doch schon öfters gehabt. Nee, das ist nicht der übliche mittlere, der hat nur Schläuche. Ich hab eine Schwierigkeitsstufe höher. Soll ich beleben? Ja, klar. Vernichtungsmission. Da ist noch einer. Nein. Ist noch nicht. Oh, es ist noch irgendwo einer. Hier, neben dem Haus. Hinter der Ecke. Mann, hat mich erwischt. Ist der? Ja, bei mir. Bei dir? Interessant. Ey, das sind nicht die normalen Dinger. Ich bin tot. Warte. Wieso? Kannst du, hast du? Oh, danke. Jetzt bin ich tot. Das ist 500 Meter entfernt. Lebst du noch? Ja, ja, ich kämpf noch. Lohnt es sich noch zu dir zu kommen? Ja, lohnt sich noch. Interessante Waffe hat der da mit diesem Hagelgeschütz. Er ist platt. Okay. Aber da waren zwei. Ich bin jetzt bei dem Generator.
finden leider nicht. Ah, da ist er. Jetzt habe ich ihn gefunden. Raus mit der Viecher! Mann, ey, das hat aber Medipacks gekostet, hä? Da schießt noch immer einer! Weil er schnauft schon. Aber es ist ein normaler, also so ein orangener. Finden wird. Bei mir! Ach, da oben ist er. Kick. Der Ding ist scheiß. Genau. Wäsch mit der Viecher. Wäsch mit der Viecher. Schon immer einen Gegner angezeigt, hinter uns. Ja, scheiß drauf, der sieht uns nicht. Ist er runtergefallen? Das ist dann unsere Nebenmission. Puh. Schnitzeljagd. Das war aber heftig. Was ist denn Schnitzeljagd? Eine Jagd, wo man Puzzlestücke finden muss, um das eigentliche Ziel zu finden. Hahaha, schon klar, aber was ist das für eine Nebenmission, bitte? Das weiß ich doch nicht. Schieb mich nicht weg, du! Ich habe das Gefühl, also ein Großer ist auf dem Weg nach hier. Großi? Ja. Machen wir Schnelli besser. Würde ich auch sagen. André! Ja, der ist eindeutig auf dem Weg nach hier. Ja, scheiß drauf. Ah, da ist ein Hinweis. Johanns Schnitzeljagd. Nils, dies hier ist für dich. Die unglaublichen Abenteuer von Nils Kapital. Fragezeichen. Vorsicht, sollten die Bösewichte angreifen, wird der mutige und furchtlose Abenteuer Nils Anderson diesen Rätsel folgen, um den Schatz Rusty aufzuspüren. Geh auf den Balkon, schau, wo die Sonne aufgeht, erblicke die berühmte Burg Nils, suche nach den königlichen Kammern. Viel Erfolg, mutiger Abenteurer. Na dann. Wie das der hier so gelb angezeigt wird, ne? Scheint er doch bemerkenswert weit weg zu sein.
Hoffe ich. Lea? Ja. Was meinst du? Keine Ahnung, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich auch nicht, deswegen. Ich... Gelb bedeutet ja, er ist eine Angriffsvorbereitung. Aber dann müssten wir ihn doch sehen eigentlich und er uns. Natürlich hänge ich schon wieder, ne? Ja, ich sag ja, das ist halt nervig. Gehen wir mal zur Ruine hoch, ne? Wo ist die denn? Vom Berg. Johanns handschriftliche Nachricht an seinen Sohn. Herzlichen Glückwunsch, mutiger Abenteurer. Entschuldige, Nisse. Ich konnte nicht umhin, an die Spiele zu denken, die wir gespielt haben, als du noch ein Kind warst. Kaum zu glauben, dass ich fast in deinem Alter war, als du geboren wurdest. Ich muss zugeben, es hat ewig gedauert, um mir diese Rätsel für dich auszudenken. Und dann war es in weniger als 10 Minuten vorbei. Wie auch immer, ich zähle darauf, dass du deine Mutter und deine Brüder beschützt. Wenn ich dich da bin, keine Panik. Denk einfach daran, denn sie, dass sie da ist, nur für den Fall, Papa. Ah, Levelaufstieg. Juhu! Das bedeutet Fertigkeiten. Ich kann schwerer tragen. Juhu! Endlich! War hier sonst noch Loot? Du bist ja von unten rumgekommen. Nee. Blöd. Wieso? Ja, war ja doch ein schwerer Kampf, ne? Für eigentlich nichts. Mal so gesehen. Er sagt, dass der Kampf dazugehört hat. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem Bunker. Scheint ja anscheinend irgendwo ein Bunker zu sein. Ich hab'n. Where are you? Ganz unterhalb von dir. Hier ist der Eingang zum Bunker. Das heißt, da müsste auch nochmal ein Speicherpunkt dann auch sein. Abgesperrt. Na super. Ja, du brauchst eine Karte dafür. Na, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Eingang. Da ist der Generator. Vielleicht weiter unten.
hinten ist auf jeden Fall der Steg. Aber hättest du die Tür nicht vielleicht aufbrechen können? Mhm. Deutsche Tür nicht. Keinen anderen Eingang. Bin runter zum Bootssteg. Unterschlupf freigeschaltet. Wo hast du den gefunden? Hier drin anscheinend. Ich gehe kurz auf Toilette. Ja, ich mach so oder so die Aufnahme Schluss. Okay. Also von daher kannst du dich auch auslocken, wenn du jetzt zu Ende zugehört hättest. Naja, das ist die Jugend von heute. Tja, ich kann zwar jetzt mehr tragen, aber laufen kann ich immer noch nicht. Eigentlich eine gute Position für einen Speicherpunkt. So, mache ich mal mein Invi noch einmal leer. Notfackel. Ach ja, da ging ja auch nichts mehr rein. Ich vergaß. So, Invi ist leer. Ich will nicht mehr. Ich sag gute Nacht an euch allen da draußen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mit V. Wart aber noch kurz, ja? Ja, ich höre nur mit der Aufnahme.